Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt für eine neue Runde 7 Days. Wir wollen uns jetzt mal die Stadt hier angucken. Huch. Stefan macht schon wieder Barbecue auf offener Straße. Nein. Marek, der fackelt hier alles. Sollen wir mal die Straße einfach weiterlaufen? Ja. Gucken wir einfach mal, was Schönes gibt. Ey, da sind Juckerpflanzen auf dem Friedhof, ne? Aber ich möchte nicht auf dem Friedhof jetzt. Och, schade. Ja. Lass uns erstmal gucken, was hier so Schönes gibt. Pferdebilder. So. Auch kaputtes Haus. Hier. Die haben Solarzellen auf den Häusern. Kann man auch schön abbauen, das ist gut. Wir laufen erstmal durch die Gegend, gucken ein bisschen, was wir hier so haben. Walls. Auto. Oh, das ist ein Autofriedhof. Oder Werkstatt, irgendwie sowas. Da es ja hell genug ist, brauche ich ja meinen Speer nicht auszupacken. Da ist eine Tankstelle. Da hinten ist die Feuerwehr, das erkenne ich schon an der Farbe. So. Sollen wir dann erstmal rechts laufen, mal gucken, was hier so ist? Jo. Okay. Hallo. Alter, die Autos. Ah ja, da steht eine Menge Benzin rum. Dampf entlang. Wow. Ist das ein Sägewerk? Nee, das müsste eine Mine sein. Ich hab was knurren hören. War ja, da hinten ist ein Weib. Ach so. Ich hab gedacht, das ist mein Hund. Das ist noch eine Tankstelle. Was? Dwarls Drunken Brewery. Schnapsbrauerei, ja? Oh, ja. Da will ich rein. Ja, nein. Komm, soll mal reingehen? Komm, geh mal rein. Na gut. Komm, wir gehen in. Ah! Oh, da sitzt schon wieder so ein Tier. Ah, das Panzerglas. Wir müssen die Tür aufmachen. Ja, dann macht mal die Tür auf. Ich bin dabei. Mach mal die Tür auf. Ich gehe durchs Rolltor, ja? Sind die offen? Ja, aber du musst ja trotzdem die Türen, glaube ich, für. Mal kurz gucken, ob es da nicht vielleicht irgendwie so ja, möglich. Oh, die sind gerade gespawnt. Mhm. Hallo. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle? Sollen wir da hinter uns vielleicht mal die Rolle wieder zumachen? Hey, Uschi. Und ist was im LKW? Alter! Ja. Okay, dann wir looten gleich. Die ist eben von oben nach unten gefallen. Der LKW ist ja voll mit Kisten, Marek. Übrigens, Marek, ach, du hast dein Messer angezündet. Ja, das Messer macht so ein bisschen wenig Schaden. Oh, Alter, was. Alter, okay. Das ist ja ein mega Lager hier. Die Türen sind verschlossen. Hallo Uschi! Also unten ist schon mal beseitigt. Nee, hier ist noch eine. Nee. Ja. Das ist bestimmt ein anderer Raum, oder? Nein, ich stehe neben dem Werkbank, den Chemiebank. Alter, hier haben wir auf jeden Fall gleich einiges zu looten. Das ist ein Ausgang. Ja. Ich denke mal, wir müssen nach oben. Ja, oben geht auch nicht weiter. Oben geht auch nicht weiter, aber irgendwie. Ja, dann kommst du von hier aus aber nicht in den Laden, oder? Ja, komm. Also hier haut jemand gegen die Wand. Dann ist im Laden noch jemand drin. Oder? Ist die offen? Ja. Nee. Das sieht okay. Aber aus, wenn du hier weiter raus kannst. Es stehen auch noch Sachen draußen.
Wollen wir erst hier unten Party schluten, bevor die irgendwie hier... Ja, können wir auch machen. Einer in der LKW rein. Da hinten ist übrigens ein Fass, wo du irgendwelchen Alkohol herstellen kannst. Ja, die Dinger können wir, glaube ich, auch selber bauen. Der nervt mich. Mark ist drinne, gut. Alter. Zehn Jahre später haben sie alle Kisten aufgeschlagen. Ja. Oh, die waren ja leer. Mama! Na komm, ich war wenigstens so freundlich und hab sie dir aufgemacht. Ja, super nett. Hier sind doch alle zum Öff. Die sind doch alle. Die eine hier hinten mache ich gerade noch auf. Sah zwar eben super aus. Ja, wow. Also ich behaupte, dass das meiste, was man bekommt, Alkohol ist. Nee. Nein? Okay. Also ich habe schon 5-mal Bier. Ja, Bier habe ich jetzt auch schon 10, aber ich habe mehr Samen wie alles andere. Also nur nicht das Bier, was wir herstellen können normal, sondern... Marken. Oder die sind halt leer, die Kisten. Wow, was ist das hier? Bier! Nolsons Cannock Bier. Ich habe 2 verschiedene Sorten Bier gefunden. Ich habe einen Hund gehört oder einen Wolf. Okay, das könnten vielleicht die Spuren erklären, die ich gespürt habe. Das könnte vielleicht die Spuren. Ja. Soll ich mein Tor aufmachen? Wollten wir nicht nach oben gehen? Oder Kissen. Ich gehe von der Türe weg. Ich habe Angst. So Information, da ist so ein Block da hinten offen. An der Wand. Wo? Ja, ja. Bei den Boilern da. Ja. Ja. Also ich bin dafür, dass wir erstens hier das Versteck hier aufmachen, Marek. Und dann gehen wir hier oben über die Leiter mal gucken. Ich dachte du. Wow. Ich komm auch jetzt mal hoch, weil da draußen hauen mehrere Tiere dagegen. Wir können hier aufs Dach. Ja. Ich bin unter dir. Lauf. Hey! Hier ist ja richtig. Hallo! Lässt du Marek jetzt liegen? Munition. Wow. Schneller. Aber hier liegt noch so viel Krempel. Vor allen Dingen liegen hier noch jede Menge Zombies. Ist hier noch was? Ja, ich hab Marek gerade in den Arsch gerettet und... eben gerade das Zombie ihm in denselben gebuttert. Ja. Federn. Müll haben wir alle durch. Staubsauger sind da. Staub was? Da drüben steht ein Einkaufswagen auf dem Dach. Nein, ich weiß. Muss ich nicht werfen. Gott, Hundi tot. Guck mal, was bei der Tankstelle alles auf dem Dach. Jetzt siehst du mal, was die alles auf den Dächern bunkern. Mhm.
Was ist das denn da drüben? Dwarfs Class. Was? Class Only Store. Oh, da müssen wir rein. Okay. Wo, liebe wo kommen wir jetzt am besten hier runter? Ja, Au. Au, Marak. Aua. Hat jemand eine Schiene dabei? Nein. Hat jemand Klebeband dabei? Tibias mit Nein. Aua, ich wollte nur gucken und bin runtergestürzt. Übrigens haben wir den Laden, glaube ich, noch gar nicht aufgemacht, oder? Nein, den Laden haben wir immer noch nicht gemacht. Hat jemand Klebeband von euch? Warte mal, ich guck gerade mal. Ich habe kein Klebeband. Ja, zu Hause haben wir welches, aber hier... Aber ich habe keins dabei. Tut mir leid. 59 Minuten hat sie noch das Bein gekriegt. Naja, vielleicht findet Marek da drin ja was. Ich weiß nicht, ob ich die Theke war dicht. Ah, ich habe eine Schiene gefunden. Ja, Halleluja. Aber Marek, hier, ich habe was für dich. Passend zu den zwei Saves. Stefan, möchtest du Steinnuckels Rezept lernen? Was möchte ich? Steinnuckels Rezept. Er will doch keine Nuckels mehr. Nein. Das hört sich an, als wenn wir ihm die Nuki verkaufen wollen. Ja. Sag mal, ich habe doch eben gerade von da oben eine Tasche gesehen. Ja. 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 Wusste ich doch. Und? Ja. War unheimlich viel drin. Holzbogen. Zweimal. Der richtige? Der richtige Holzbogen. Würde ich einen nehmen. Das macht 3,75 Euro. Hier, Marek, willst du eine Brille? Ich hab schon eine Brille. Aber ich hab was für Stefan. Komm mal her. Ich hab was für dich. Moment. Bin da. Ich glaube, dass der hier wirklich pink ist. Warte mal. Weil dann kannst du Marek nämlich den anderen... Und hier ist noch was für dich. Was ist das? Ach, Bonbonsamen. Das Rezept. Ja. Brauchst du das nicht mehr? Ich nicht, ich habe das irgendwas weggeschmissen. Das ist für mich? Ja. Ach, gut. So, dann tue ich den anziehen. Marek, ich schmeiß jetzt einen Lederstaub... Du raus. Ja, der ist wirklich. Guck mal, jetzt. Er soll die passende Brille anziehen. Das ist rosa. Das ist auch rosa. Moment. So. Er sieht mal von der Brille. Bei der Brille war nicht viel. Warte mal, ich muss mal ein paar Pfeile machen. So. Hier habe ich noch ein paar gotische Stiefel, wer möchte. Nee, ich habe meine... Ich habe Lederstiefel. Ja, ich auch. Na gut, es ist rosa, es ist halt kein Pink in dem Sinn, weil irgendwie haben sie die Schuhe anders, der, sind dunkler wie die... Also, diese Diskussion kann ich nicht nüchtern. Was hast du dir denn da jetzt reingepfiffen? Ein Bier. Das hat sah aus wie Leder. Das ist ein neues Kenneck-Bier, das muss so sein. Ja, ja, warte, hier, ich zeig dir mal, wie das ausgesehen hat. Siehst du das? Ja. Ja, Prost. Lass es euch schmecken. Jetzt hab ich Brand. Guck mal. Oh, noch mehr. Nein, er findet, hat noch mehr gefunden. Ja, ja, das ist mir scheißegal. Du wolltest doch unbedingt anfangs sie mitnehmen. So, wir wollten jetzt in die große Butze da rein, ne? Da hinter uns. Ach so. Nein, nimm den kleinen Scheißer mit. Komm. Nö, du hast gesagt, oh nein. Ach komm, jetzt nimm ihn mit. Nein, du hast gesagt. Oh, ich hab da noch Platz, also. Ich hab die beiden jetzt eingepackt. Komm, Marek.
Ja, und was ist mit dem Kleinen, den wir wohl hier rum? Den haben wir schon dreimal, glaube ich. Den nehme ich trotzdem noch mehr. Und dann, oh nein. Ach ja. Lass mal in das Klassenhaus rein. Ich glaube, da gibt's Klassenbücher, oder? Hier rechts. Müssen wir uns doch um die Freunde noch kümmern? Ja, ne? Ich kann schon mal in den Schulbus gehen. Da wäre auch Klebeband drin gewesen. Geh mir durch die Tür. Ein Händler? Was? Ja, hier. Hier ist ein Händler. Okay. Und was für ein Riesen? Alter! Also sowas möchte ich gern sehen bei Events. Alter! Wir brauchen nichts. Okay. Die Chemiestation ist leider kaputt. Forge geht, aber Werkbank geht. Wo ist denn der Mischer? Der hat Automaten. 4 Stück. Automatenvermietung, okay. Aber keine Mischer, ne? Was ist ein Händler? Gibt's ja nicht. Great doing business with you. Come back and tell your friends. Ja, was hast du denn Schönes? We sell only the best merchandise. Ja. Schmiede funktioniert. Und ja, haben wir schon geguckt. Okay. Aber Mischer habe ich jetzt gar keinen gesehen hier drin. Cool. Das kenne ich auch noch nicht. Also von innen sieht das schön aus, aber außen erschlägt sich das ja. Ja. Das hätte ich nicht als Händler deklariert, sondern nee. Was ist das? Das hätte ich auch nicht. Also gotische Stiefel braucht keiner. Nee. Solltest du verkaufen. Kannst du. So, das ist ein Hühnchen, ne, Mike? Raus. Hol an der Tür. Unerwischt. Ach, ja. Übrigens, die Figürsche. Ja. 200. Okay, ich hab da auch noch 2. Weißt du, und nachher, oh, die hätte ich dann doch behalten. Die gibt's doch überall, die Dinger. Aber ich hab's gerade gesehen, sind 200 pro Stück, also ich verklopp die lieber dann. Ach so, darf ich, du bist gerade mit dem dran, ne? Ja, ich bin gerade Trainer. Moment. Bitteschön, ich bin draußen. Und das? Gucken wir mal, was die. Da gibt's doch bestimmt Unterschiede hier noch, oder? Ja, du wirst wahrscheinlich noch mehr rausbekommen, wenn du auch noch den Parker. Ja. 400. Ja, so sind die nicht. Die können die nicht zurücklassen. Und dann werden sie verkauft. Ja, sollen wir mal auf der Karte markieren, dass es hier auch noch ein Händler ist? Wegpunkt. Händler. Klasse. Ich hab einfach nur Händler. Teilen mit allen. Okay, dann suchen wir uns das nächste, was wir dann plündern können. Lass das mal oh, weiter. Ich glaube, wir laufen erstmal ein bisschen weiter. Also hier hinter ist, glaube ich, sowieso nicht mehr so viel. Wir sind nicht da. Das ist wieder dieser Turm, ne? Müsste ein Wasserturm sein, oder? Ist das ein Wasserturm, Marek? Das ist ein Wasserturm, das zählt sogar laut Karteneditor als Farm.
Ah, okay. Hier ist wieder eine... Also Benzin geht uns hier nicht aus. In dieser Stadt. Aber was die Leute... Sag mal, ist das hier noch eine Brauerei? Jo. Waren wir da nicht eben gerade drin? Oder waren wir hier... Nee, die Tür ist zu vorne. Wir haben hier noch eine. Da vorne ist ein Repair Shop, das ist auch nicht schlecht. Ich würde aber sagen, lass uns mal weiterlaufen. Ach so, okay. Ja, komm, lass mal ein bisschen mehr gucken. Lass mal gucken, was hier sonst noch so ist. Repair Shop haben wir. In so einem Lager waren wir auch oft drin. Also da vorne stehen zwei Wachleute. Ja, ja, und da ist wieder Paprika. Und das Gras dürfte Weizen sein. Und hier ist ein Schiff. Ja, ja, da haben wir ja vorhin schon mal überlegt, ob man da überhaupt draufkommt an die Kisten. Weil der ist nämlich voll mit Kisten, das Ding. Ich finde das Ding da interessanter. Welches? Die Pyramide? Ja. Sollen wir da mal rein? Nein. Das Resort. Möchtet ihr da rein? Ich weiß nicht. Wollen wir da rein? Ich tu gerne euch den Rücken decken, ist kein Problem. Du warst ja schon drinnen, ne? Du weißt genau, was kommt, oder? Sehr ehrlich. Alles reicht, blödes Vieh. Dreimal den Kopf geschossen und dreimal nicht getroffen, ey. Ich würde sagen, die Nachbarn sind wach. Und machen gerade alles kaputt, was da drin ist. Marek! Dein Reh liegt da! Ja. Du kannst ja auch einen sammeln. Das ist ja auch ein Messer. Hey, da vorne ist ein Bücherwurmladen. Vorsicht, da ist ein Militärlager. Ja, ich hab grad mich auch so umgedreht und dachte mir so. Gut. Ja, der hat noch ein bisschen Zeit, bis er da durch ist. Die sind bei 5700. Gut. Würde ich helfen? Wenn du auch noch draufschlagen möchtest. Aber Stefan? Ja? Oder wer hat mit dem Jagdgewehr gerade geschossen? Ich hab dreimal auf den Kopf geschossen von den Viehen. Dreimal durch den Kopf durch. Ein Wunder, dass das Militärlager nicht aufgewacht ist. Du hast doch viel später gemerkt, dass ein Militärlager ist als ich. Also. Nee. Ja, ja. Nee. Im Video siehst du, wie ich vorher schon mal drauf geguckt habe. Du hast aber erst eben gerade erwähnt, dass da. Ja. Ja. Ich lieb schon mal mein Speer in die Hand. Alter! Mutti hat sich rausgebackt! Habt ihr das gesehen? Das Treffen von Meat Watchers. Das ist eher hier das Apokalypse Ultra-Treffen oder so. Au! Mir ist warm. Hallo. Ich trau dem Braten nicht. Nee, ich auch nicht. Hier geht's hoch. Hier sind alles voll Kisten. Oh, Mischer, der Heil ist. Hier sind... Alter, das ist ja absolute... Hey! Sag mal, wer hat denn das gebaut hier? Das ist unsere neue Base. Was ist da hinten? Oh, Kisten. Ja, dann machst du... Hier ist auch alles voller Kisten. Okay. Toilette. Oh, das hörte sich gerade. Hört ihr das? Nein, ich hab nichts gehört. Was war denn? Welcher Boden knatscht?
Hör dir das dreckige Lachen von Stefan an. Ich weiß, was du meinst. Gut, dass ich gemutet war. Ich habe meins nicht gehört. Wow. Ja. Ja. Krabbel parieren. Wow. Wo ist der knatschende Boden, hä? Keine Ahnung. Stefan. Weiß ich nicht. Ich hab keinen knatschenden Boden gehört. Oh, ich auch nicht. Oh, ich bin komplett voll. Ups. Ja. Was machen wir denn da? Die Tür ist offen, ne? Welche Tür? Die Luke nach oben? Ja. War auch der knatschende Boden. Ach, da war der knatschende Boden. Sag ich doch. Wow. Ja. War überall diese Platten drauf, wo ich da lang gegangen bin. Ich versuch's nicht. Was ein Irrgarten, das Ding. Schön, oder? Ehrlich. Aber guck mal, wie groß das hier ist. Oh, ich muss meine Winterjacke ausziehen. Ich krieg einen Hitzeschlag. Hä? Guck mal, wie groß das ist und guck mal. Ja, das passt überhaupt nicht. Geil gemacht, ne? Harry Potter lässt grüßen. Also links sieht's aus wie ein... Da steht irgendwas mit Büchern und rechts ist die Waffenfabrik, in die wir jetzt nicht reingehen. Danke. Nee, da gehen wir jetzt nicht rein. Ich kann nämlich nicht mehr. Wo seid ihr? Hä? Vatana, ich komme. Ja, ist warm. Ja, ich renn schon. Ich bin hinter dir, Stefan. Überladen, ja? 18. Ich scrap gerade. Ich kann da nichts großartig scrappen. Da hinten ist nochmal so ein Class Only. Oder ist das der von eben? Nee, das ist ein anderer, ne? Das müsste ein anderer sein. Oh, ich glaube, der Wagen ist tiefer gelegt. Ein bisschen. Ja. Ein kleines bisschen. So, da sind wir ja schon lang gelaufen, ne? Oh, das gefällt mir hier nicht. Nein, das gefällt mir ganz und gar nicht. Ist doch schön. Sind das Bomben oder was? Kochtöpfe, ne? Also ich. Ach, guck mal, der sitzt, da ist sogar noch einer drin. Hat jemand eine Lecker dabei? Stefan, guck mal rüber. Weißt du, gehst die ganze Zeit die Käfige lang, guck und auf einmal steht ein Zombie drin. Ich kann nicht springen. Das ist Tierheim, ne? Oh, nein, Omani. Da wollen wir, glaube ich, jetzt auch nicht. Altenheim war voll. Ich.
Hier ist wieder eine Baustelle. Ein abgerissenes Häuschen. Aber die Häuser werden auch noch lustig. Eieieiei. Oh, ein Stein. Da gucken wir mal. Ja, ein Stein, ja. Schön. Ja. Werkstatt. Was ist das? Werkstatt. John's Ham Radio. Das ist die Radiostation. Komm mal geradeaus, oder? Ja. Na, links geht's ja nach Hause. Der lootet von da vorne schon? Ja. Ja. Ich kann ja immer noch nicht richtig laufen. Ich habe ja noch 5 Minuten, ne, 10 Minuten auf meinem Bike gefahren. Ein kleines Haus mit riesen Grundstück. Ey, das sind Beete. Das sind Beete. Seht ihr das? Marek, das sind Beete. Oh Gott, Gott sei Dank habe ich keine Kamera an. Rat mal, was ich gerade gemacht habe. Hier, wo seid ihr denn jetzt lang? Da. Ich habe eben gerade beim Springen hier vom Marek. Mond... Na, da. Der wird wieder woanders da sein. Wo ist der denn hier? Ja? Wo ist der Marek? Lass uns mal eben die Beete abbauen. Komm bitte. Ja, auf Marek. Oh, hier ist alles. Ey, guck mal. Der hat ja alles drinnen im Garten. Also ich bin wirklich komplett voll. Also ich kann... Ich noch nicht. Zombie. Ich bin noch nicht voll. Wir machen mal den Zombie, Stefan. Nein, du gehst... Du kümmerst dich mal mit Hanna um Abbau. Das alles, Marek. Ja, aber ich kann beim besten Willen nicht. Ich kann eine Sache aufheben. Ja, die Teepflanzen brauchen wir zum Beispiel ja nicht. Die haben wir ja auch zu Hause. Aber hier Kartoffeln, Kaffee. Oder beschwert sich jemand, dass wir hamstern? Ja. Ich erwarte sie schon. Das ist gut. Wenn ich schon nichts aufheben kann, kann ich mich wenigstens Zombie kümmern. Oh. Harvest, ja. Besonders, die wachsen immer wieder nach. Da steht Harvest dran, ne? Das bedeutet... Tomaten... Das bedeutet, dass die Sachen wieder nachwachsen. Lass uns mal hier eine Notiz für Beet machen, Marek. Ja, ich kann mal machen. Ich habe Zwiebeln gesammelt. Hier gibt's keine Zwiebeln mehr. Bei Harvest heißt ja normalerweise, dass die Samen immer wieder sprießen, oder? Oder kommt jemand? Oh, ich beeil mich. Ich renne so. Kakao. Alter. Das Farming-Paradies hier. Hallo? Sonst noch jemand da, wo sich beschweren will? Ey, kann ich hier nicht irgendwas geben? Melone, Salat. Paprika, Blaubeer, Alter, Gartenparadies, oder wo sind wir hier gelandet? Kann ich eventuell ein paar von meinen Sachen zum Stacken mal jemand geben? Weizen,
bin im Gartenparadies. Karotten. Oh. Nein, du sollst sie nicht essen, Mann. Du sollst schlagen. Typisch. Ja, die auf meinen letzten freien Slot hat sich gerade die Karotte gesetzt. Und ich stopp sie voll, Stefan, und wir müssen Hunger erleiden. Jetzt bald. Was machst du hier, Stefan? Ach, looten? Ja. Ja, wow. So, die Kürbis. Wo kommt der? Keine Ahnung, wo der sich jetzt versteckt hatte. Seid ihr jetzt gerade im Haus? Ja, ja. Stefan, ich hab einen Bogen. Mach einen. Möchtest du einen Holzbogen haben? Ja, den kann ich gerade nachnehmen. Ich hab genau einen Slot jetzt wieder. Ich auch. Das ist mir echt ein bisschen merkwürdig. So, ich hab gelootet. Ich hab, Ja. Pflanzen können wir ja hier lassen. Aber normalerweise steht doch bei Harvest immer nur, wenn du angebaut hast. Also wieder Harvest Anbau steht... Ja, normalerweise... Aber ich weiß nicht, hier sind keine Setzlinge zu sehen. Nee. Man kann ja mal gucken, aber normalerweise sind ja Setzlinge da. Da vorne ist eine Sau. Da ist eine Sau. Ach komm. Okay. Jetzt haben wir alles mitgenommen, ne? Ich glaube, jetzt haben wir sämtliche Samen, die es hier gibt. Oder Pflanzen. Melone. Ich kann jetzt einen Obstsalat machen. Nein, erst muss man anbauen. Aber ich hoffe, wir können sogar Bier machen, wenn wir das Rezept dazu haben. Weil wir Hopfen schon haben als Samen. Ja. Hopfen ja. Hast du abgebaut, ne? Ich glaube. Habe ich als Samen in der Tasche. Also großartig gelootet haben wir jetzt da drinnen nicht. Ja, aber ja. Der Garten, der war schon Bombe. Das war schon sehr gut. Aber jetzt würde ich sagen, ich gehe nach Hause. Ja, Tasche leer machen. Weil so macht die Stadterkundigung auch keinen Spaß. Nicht? Nein. Bin eh schon langsam durch mein gebrochenes Bein. Da ist die Feuerwehr. Auf jeden Fall haben wir einige Fabriken noch hier, ne? Oh. Was sind das Gelbe da hinten? Das sind Bäume. Oh, da ist ein Wauwau. Wo ist ein Wauwau? Der ist tot. Ja, und da ist ein Zombie hinter der Wand. Hol mal den Hund. Stirb, du Bauer! Das war Bauer Joe. Der war gar nicht froh. Ja, das waren seine Pflanzen, die wir da gehamstert haben. Aber ja. Guck mal, das Ding könnte man doch wunderbar zur Base umbauen, oder? Das ist auch so aus Stein. Moment, sag ich gleich. Hä? Jo, 2,5. Das ist Beton. Mhm. Das Ding dann umbauen, Marek? Ja. Obendrauf ist ja sowieso so eine provisorische Hütte. Das könnte man sich wunderbar umbauen. Markieren. Ja. Zukunftshaus. Zukunftsheimat. Muss so. Zwar dann hier noch einiges. Oh, die Treppen sind 5000. Halleluja. Die wegkloppen wird noch interessant. Horde B. Das ist doch eine Sau. Aber da müssen wir nicht lang. Wir müssen da lang, Marek. Da. Da. Horde B. Ich seh durch deine Waffe durch. Ja. So, erstmal nach Hause kommt. Ich denke mal, die erste Nacht werden wir in dem anderen Haus machen. Stefan? Und dann bis dahin. Ach, guck mal, da wandern sie schon wieder.
Bis dahin dann. Da ist schon wieder ein Tier. Geradeaus. Marek, links ist ein Bock. Ja. Okay. Wo ist denn der Bock jetzt? Bock ist abgehauen. Ach, geradeaus läuft er. Lief er. Da ist bestimmt auch einiges in der Butze da. Stirb, du Bock. Stirb. Okay, ich kann kein Fleisch mehr mitnehmen. So. Stefan, hast du den Rest mitgenommen? Ja, ja. Das aber aus wie Lederfetzen eher. Ja, das Bier sieht auch aus wie Lederfetzen, also irgendwie. Ich möchte jetzt aber bitte nach Hause. Hätten wir eine Zeit machen können, aber du wolltest ja unbedingt noch den Bock mitnehmen. Noch bin ich ein bisschen schneller als er. Tana, Marek ärgert mich wieder. Was soll das so sein? Schimpf ihn. Der hört doch eh nicht. Stefan, die alte Pizza. Dafür spucke ich ihn nachher in der Suppe. Apropos Suppe. Ja. Ich hätte Hunger. Und du hast. Links kommt wieder ein Zombie. Ja, der kann mich mal. Oh, dicker vom Haus. Dicker vom Haus. Alter, geh weg mit deinen Blähungen. Ja, wer geht dran? Denk dran, ich hab ein Problem. Ein Item kann ich nicht aufheben. Ja, dann schmeiß ein Teil raus. Voll. Nee, du hättest ja jetzt auch, Achso, ich dachte, ja. Die pufft sofort weg. Nee. Warte. Stimmt irgendwas? Scheiße. Hat jemand von euch Papier in der Tasche? Papier. Doch, hab ich. Da. Ja. So, jetzt ist aber allerhöchste Ende. Weil hier vorne ist unser Haus, hätten wir auch genauso gut schnell wegbringen können und mal rausgehen können. Ja, solange bleibt der Loot teilweise nicht mehr liegen. Also, doch. So, ich brauche noch Ausdauer, um an die Treppe ranzukommen. Ausdauerrecken? Haben wir verspringen können? Übrigens, Stefan, das Pink steht dir ganz toll zu deiner gelben Hautfarbe. Rim. Hat gereicht. Was war das denn? Mann. So, also liebe Tierchen, dann wisst ihr, was euch jetzt blüht. Ja, jetzt noch nicht. Kau. Essen. Jetzt können wir Bratkartoffeln machen mit Zwiebel und Ei. Ja, erst müssen wir die Sachen zum Anbauen benutzen.
Pilzsamen. Gold. Weiß. Sperrteile. Munition. Das kommt hier nochmal rein. Wasser nehme ich mal mit raus. Wait. Diamanten rein, das rein, das rein, das rein. Das. Hier ist eine Eisenbrecher-Mod. Habe ich gerade reingelegt. Das ist gut. Mal sehen, vielleicht kann Tana jetzt gleich mal was gucken. Ja, ich guck gleich mal. Gut zu wissen wäre natürlich, ob wir dann, obwohl wir haben ja eigentlich von allen irgendwelche Samen hier rumfliegen, ne? Aloe, Goldruten, Heidelbeer, Yucca. Pilze, Mais. Hast du dir die Piercings geschnappt, wa? Ja, ja. Was hast du dir geschnappt? Die Piercings. Oh Gott. Die Lilanen. Vielleicht kannst du die auch noch einfärben. Die sind schon angefärbt. Achso. Da sind die Zwiebeln. Fleisch. Oh mein Gott. Mal kurz gucken. Rezepte. Oh. Marek? Ja? Du müsstest dich leider um den Besuch draußen kümmern. Warum ich? Weil ich noch über eine Minute warten muss, bis meine Waffe wieder da ist. Wo war denn hier? Okay, was brauche ich dafür? Standhaftigkeit 3. Danke. Du musst dein Piercing auch noch pink machen. Ja, der ist halt lila im Moment. Die Nerven langsam da drauf, weißt du? Jetzt müsste ich eigentlich von allem. Dafür brauchte man eigentlich den Mörser, ne? Ja. Okay, wir dürfen das andere Gemüse, können wir noch gar nicht verarbeiten. Groß. Also würde ich es noch nicht tun, weil ich kann dafür noch keine Samen bauen. Können ja mal gucken, weil wir haben schon ziemlich viele Samen von allen möglichen Pflanzen. Ja, aber nicht von denen, so wie das aussah. Ein paar habe ich gerade selber noch gemacht. Hier sind die Zwiebeln. Aber um von den Sachen Samen zu haben, musst du halt
So, ich mach mal die Forge wieder an. Musst du halt diese Scholar-Quest auch machen. Bauplan-Machete. Dann Holzsplitter-Mod. So. Das, irgendjemand steht doch so auf diese Feuerwehr-Dinger. Ja. Das war immer Tana bis jetzt, diese Bücher meinst du, ne? Ja, ja. Ja, ja, das war immer ich mag Feuerwehrbücher. Kaffeesamen, ne, Samen wollten ja eh nicht rein. Kartoffeln. Bier. Jetzt haben wir dreimal Kunst des Bergbaus Stufe 6. Ja, ich habe hier noch einen Schrotflinten-Messias, auch noch in der Tasche. Ja, kurzes Bergbaus, Stufe 6 kann ja jeder innerin pfeifen, dann ist das weg. Ah, nein! Nicht sortieren. Sollst du aber nicht tun. Was? Kunst ist was? Kunst des Bergbaus, Stufe 6. Ist hier nur eins drin im Schrank. Hä? Der Bücherschrank ist hier ganz links. Ja, ja. Da habe ich jetzt reingeguckt. Die Kunst des Bergbaus, Band 6 und 3-mal drin. Ja, die Samen, die wir haben, sind alles für Standards. Für die Standardsachen, Marek. Das Bier. Wieder Jucker. Alles Standardsachen. Ich pfeife mir die Jägerdinger rein, ja. Ja. Wenn du mir dafür den schöneren Bogen baust, natürlich. Du machst doch eh Waffen, oder? Ja, ich mache ja dann so Waffen dann. Ja. Guck mal, da sind Beitschienen. Kann ich die denn anlegen? Meine Frage, hat jemand Interesse an der Stufe 4 Steinschaufel oder Steinaxt? In Steinaxt, ja. So, ich bin jetzt hier wieder im Schrank, ne? Ich sehe nur, habt ihr jetzt beide schon Bergbau gelernt? Nein. Die Zahlen sind ziemlich klein. Du kannst da... Ja, aber dieses Buch, die Kunst des Bergbaus, Band 6... Das ist jetzt noch zweimal drin. Ich sehe es nur einmal. Nimm mal einmal raus. Ja, jetzt ist für mich keins mehr drin. Ich hab das gerade nochmal sortiert. Bei mir waren da... Waren drei Stück drin. Bei mir ist die ganze Zeit nur eins drin gewesen. Ich hab eins rausgenommen. Ach, jetzt! Jetzt zeig ich dir die scheiß Zahl auch an. Ich hab das gerade... Ja, sag ich halt, die Zahlen sind ein bisschen komisch. Gerade irgendwie nicht gesehen. Dann kann ja jeder einmal lernen und dann ist das scheiße. Ja, manche andere Bücher sind ja auch doppelt, glaube ich. Obwohl, nee. Aber Feuerwehr nehme ich mir jetzt mal raus. Band 3 und 5. Da ist noch ein kleines Jagdmesser. Also das Gemüse lege ich jetzt auch erstmal in die normale Kiste mit rein. So, Forge. Wieso sind denn die Eisenrohre da wieder drin? Die wollte ich eigentlich nicht verdingsten. So. Lass mich mal. Kann ich mal kurz die Schmelzsachen mir rausholen?
dann haben wir hier wieder Löcher überall drin. Und das Obst und Gemüse muss ich dann drinnen lassen, Marek. Erstmal in den anderen Kisten. Und das dürft ihr dann auch nicht essen, weil wir müssen das zusammen machen. Okay? Ja. Weil ich weiß ja nicht, ob die nachwachsen, das ist es ja. Ich habe schon wieder Geräusche draußen. Ach Gott. Kannst du dem mal schriftlich mitteilen, Marek, dass sie keine Lust haben auf die? Geht weg! Was haben wir hier? Tunsten. Das ist auch nochmal Essenszeug. Ah, Stefan. Ja. Jetzt haben wir so viel Gemüse. Aber man muss erst diese blöde Quest da fertig machen, damit man den Krempel davon machen kann. Ist alles in Ordnung. Willst du mir gerade sagen, es wird alles gut, ja? Nein, ist alles in Ordnung. Alles gut nicht. Könnte schlimmer sein. Das stimmt. Das stimmt. Stell dir vor, wir werden ein Verbandengebiet. Oh, da würde ich nicht lange bleiben. Dies glaub einmal. Was haben wir denn hier? Was sind denn Fittings-Mods? Das ist, sieht aus wie für Klamotten. Nieten. Mhm. Okay. Das ist für euch. Werkzeug. Machete. Ist das eine? Der Tragschrauber? Ist das der Hubschrauber? Ja, ich glaube, der Tragschrauber ist jetzt das, was vorher dieser Helikopter war. Ja, Marek, ne? Das nennt man halt Übersetzung. Marek, bau uns doch bitte mal einen Tragschrauber. Ich baue mir ein Auto, so sieht's aus. Ja, Fliegen ist so eine Sache. Da gibt es keine richtige Steuerung, die man zuweisen kann. Das heißt, man muss ein bisschen gucken, wie man das macht. Wenn man sich reingefuchst hat, ist das alles kein Problem. Aber dann, ja, wenn man andere Spiele spielt, wo man nachher andere Steuerung hat. Okay. Ich sag nur Bogen, wo ich Kingdom Come Deliverance gespielt habe und dann habe ich The Forest gespielt und Seven Days. Ja. Das ist immer jedes Mal die Handhabung was anders. Zieh das überhaupt rein? Nee. In die normale Forge kannst du das Tungsten gerade reintun. Gleich wieder rausgetan. Die kannst du, glaube ich, nur in diese spezielle Forge, die du als Schmiedemeister dann machst. Cutting Board. Das braucht man, glaube ich, zum Kochen, oder? Nee. Was ist denn ein Cutting Board? Schneidebrett. Nimmst du wenigstens das Glas, das nimmt er. Das Schöne ist, bei meinem Forge Interface ist an der linken Seite ja das Inventar und darüber steht Ugly Mage. Auch nicht schlecht. Sadler, ich bin mal ganz kurz AFK. Alles klar. Der Tag ist ja noch nicht rum. Noch nicht so ganz. Nö, ich glaube, der ist halt Steine. Ja, ich kümmere mich gerade. Ich drück gerade das erste Geschmiedete raus. Weil einen Amboss können wir eh nicht machen. Also.
Ich habe auf jeden Fall nichts dafür gesehen. Was ist denn das hier? Na, das ging ja. Repair-Kit könnte ich bauen. Vogelnester könnte ich bauen. Klamotten auf jeden Fall. Da kann ich noch nichts machen. Was aber hier? Auch nichts. Hier ist auch nichts weiß. Da. Heiert hier, mein Herrn. Ja, das wecker nicht. Das brauche ich nicht. Fabric? Was ist denn Fabric? Also, ich könnte Fabric-Klamotten oder Metal. Was ist denn sinniger, Metall? Es kommt drauf an. Also, ja, also. Metall tut mir abhalten. Aber ja. Deine Ausdauer halt extrem verringern. Ja. Ja, dann nehme ich mal erstmal die andere. So, das sind die Bücher. Dann gucken wir mal, was haben wir denn hier noch? Erstmal orientieren mit dem Schiss hier. Da könnte ich noch einen reinsetzen. Kochen geht noch nicht. Einmal das. Achso, das ist jetzt hier. Klamotten. Nein, Schockstäbe möchte ich nicht. Was musst du lernen? Intelligenz. Oh. Wo ist jetzt hier eigentlich Spaß? Kann ich denn jetzt bitte den Amboss machen? Wäre das jetzt möglich? Nein. Nee, da brauche ich den Bauplan für. Sag ich doch. Nein. Portland Zement können wir bauen. Und 2500 ist, glaube ich, Ziegelblock, ne? Aber braucht man unbedingt die Werkbank auch. Mal gucken. Was brauchen wir denn für eine Werkbank? Was war denn das? Na, Clownhammer haben wir auf jeden Fall. Werkbank. Da ist er. Geschmiedetes Eisen läuft gerade raus. Hammer, Hammer? Ja, ja. Also einen habe ich auf jeden Fall selber Anfang an gleich mitgebracht, wo ich ihn gelootet habe. Okay. Weiß ich, ob auch der Eisen- oder Stahl-Ding, ob das auch funktionieren würde. Weiß ich nicht, aber das wäre, glaube ich, sinnfrei, den Großen da reinzuballern. Ja. Wo ist das Hämmerchen? Da ist das Hämmerchen. Einmal, da ist der fast kaputte Schraubenschlüssel.
Ich sehe aber ein anderes Problem. Ah, nee. Reicht. Müsste reichen. Och, nee. Was? Bist du das? Nicht, also ich bin nicht bei der Base. Ich bin gerade Steine klopfen. Schon wieder Freunde? Komischerweise, ich dezimiere die ganze Zeit welche. Da ist eine ganze Horde. Wo? Ich komme. Ich will auch! Die laufen gerade Richtung Kirche. Die wollen zum Gebet. Die sind alle auf dem Kirchplatz, ja? Ich will auch! Hallo! Oh, da hinten sind noch mehr. Juhu! Marik, hier ist auch noch ein Dicker für dich. Ey. Ey. Burn, baby, burn. Ich hab immer Angst, mich anzuzünden. Und da ist noch einer. Hallo. Ah, oh, das sind sogar noch zwei. Der Mann mit dem Kapuzenpulli ist auch noch da. Hinter dir mache ich. Ups. Ich liebe es, so schön durchgeschmissen. Also für Kräuter und Pflanzen brauchen wir uns nicht, glaube ich. Für Tee brauchen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen, weil ich mir die. Ich habe die nur gehört, weil sie versucht haben, hier durch das Haus zu gehen. Die sind anscheinend einmal quer durch. Ui. Das ist noch eine Horde. Wo? Hier. Hinter der Kirche. Ach, hinter der Kirche. Das waren die Groupies. Wo ist der Rest? Da ist noch ein Kapuzenfuzzi. Ey. Ey, Junge. Ich glaube, dann. Ach doch, da, rechts. Ja. Ja. War jetzt fertig mit allen zu spielen? Hier ist noch einer. Was war denn für ein Zeichen? Das war ein Schluck auf. Ja, ein Zombie. Oh. Oh. Guck dir mal das Ding da an. Vorsicht, da liegen auch Minen an den Ecken. Ja, ja, das denke ich mir, dass da Minen liegen. Guck, da vorne, bumm, war eine Mine. Das Ding hat was von einem Händler. Warte mal. Warst du das schon mal drin? Nein. Also hier sind rechts und links Minen. Ah, die ist auch zu, also ist kein Händler. Wenn wir ein paar Level warten, kann ich die Minen einfach aufheben. Also, das könnte interessant werden, warte mal. Ich bin neugierig. Ja, genau. Oha. Oha.
Militärzelte. Gut. Das erklärt die starke Sicherung des Geländes. Definitiv Militär da drin. So, ab nach Hause. Aber es wird bestimmt lustig. Es wird wahrscheinlich genauso lustig wie als wenn du die Fabrik looten ist. Ja, das wird bestimmt sehr interessant. Ja. Das sind alles Blechhütten und dazwischen stehen Militärzelte. Ich frage mich nur, wie viele Minen da rumliegen. Ja, da werden wahrscheinlich einige liegen. Da werden wir Spaß kriegen. Hallo Kinder, na, alles klar? So. Oh. Habe ich die jetzt abgedrängt? Ich hab mal. Oh! Jetzt hab ich die Kürbisse rausgeworfen. Warum habe ich denn die Kürbisse rausgeworfen? Ja. So, aber. Ich hab was gebaut. Packe ich die denn jetzt hin? Wir haben hier keinen Platz. Stefan. Ich stell die mal in den Flur. Hier. Wir haben jetzt hier hinten eine Werkbank. Also für unsere Handwerker. Marek und für Stefan. Was macht ihr beiden hier? Nix. Ich hab mich nur versteckt. Marek blockiert die Tür. Naja, der will mich nicht mal rauslassen. Ne, Marek, hier ist die Werkbank. Ich weiß. So, dann würde ich sagen, machen wir mal Folgenende. Wir danken euch fürs Zusehen, hoffen, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Weiterhin so Faxen machen. Und viel Spaß, bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.